Und da sind wir wieder bei Let's Play Skyrim The Elder Scrolls 5. Ulfric Zum Sturmmantel. zweiten Mal bei Manche hier in unserer Helden Geschichte. nennen euch einen Helden. Das Aber interessiert ein uns Held eh setzt nicht nicht eine mehr. Macht wie Also, die Stimme ein, was gibt um seinen König zu ermorden und soweit? sich auf dessen Thron zu setzen. Da. Nichts mehr Stein aus Stein. Nee. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Ich weiß. Himmelsrand Hängt ins das von der Chaos Perspektive ab? gestürzt. Und nun Nö. wird das Kaiserreich euch Wirklich rächen mal, und den Frieden genau. wiederherstellen. Was war das? Oh. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Und wir beugen uns zum zweiten Mal über eine Leiche. Yeah! Das muss doch Spaß machen. So, ist es aus der Perspektive? Geh mal weg. Was beim Reich des Vergessens ist das? Voila! Ich sagte doch, der Speicher. Was habt ihr gesehen? Gut, geht. Ja. Den Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Ja, das mit dieser Organisation, das ist ein bisschen nach. Weil du nicht stand da jetzt, ja. Weiß man also. Läuft. Alles. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Schnell, schnell! Nur einige von diesen Felsen. Los geht's! Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Wusste ich. Springt doch. Durch das Dach und lauft immer weiter. Wir folgen euch so weit wie können. Okay, das hat mir wirklich geschafft. Ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer Junge, das macht ihr sehr gut. Tugol ist recht so. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir. Ihr wollt, dass das so bleibt. Das war's einfach. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich das muss General ich Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Bleibt nah bei der Wand! Immer auf uns zu! Schnell! Folgt mir! LOL! What the fuck? Was? Okay, ich nehme wieder auf. Das ist gut. Atma! Durch die Festung, Soldat!
Das ist cool. Oh, scheiße. Ja, mal die. Das sind die einzigsten Magier der Kaiserreich. Also nicht immer hier. Das sind die einzigsten, die man bis jetzt sieht. Die ich bis jetzt gesehen habe. Bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Wir folgen Sturmmantel. Denn, also Harloff. Denn die Rüstung sieht einfach besser aus. Bei einem Kajiten. Ja. Wollte ich nur mal so sagen. Stufe 1. Wir sind noch ganz klein, jung, unerfahren. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache, kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Schön. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ach, okay, ist mit den Schwanz besser machen können. Versuchen wir es mal beim Tor. Aber ich find's, sieht doch geil aus. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, Soldat! Die Kaiserlichen! Entdeckung! Öffne dieses Tor. Durch. So, die brauchen wir dann nicht mehr. Und versuch doch mal die Tür zu öffnen. Was? Kommt, verschwinden wir von hier, ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Ja, dann kommt. Der Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Stirb, irgendwelche Zauberkräfte finden könnt. Wir werden sie brauchen. Fertig? Dann gehen wir weiter. Jawohl. Ich finde dieses Zeichen zu geil. Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Hört ihr das? Kommt schon! Ah!
kommt wieder. War ja Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Das Buch vom Drachenflut von Prior Emelene Maturin, Orden des Talos, Venion Priorei, Jahr 330 der dritten Ära, 120. Jahr der Herrschaft seiner Majestät Pelagius der Vierte. Ja, das ist viel. Ja, das ist viel. Warte. Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 1 von Stroneich Kajorha 3, kaiserlicher Historiker. Ja, ich denke mal. Geht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 2 vom selben Historiker. Ja, ich denke, ich werde mal irgendwann mal so eine Geschichtserzählung machen von Büchern, die etwas länger gehen, die man im Projekt direkt jetzt so nicht einbauen kann. Und ich denke, das wird auch ganz praktisch. Oh ja, die haben Wert. Noch was? Weiter. Irgendwas hier drin? Jawohl. Da hinten ist ein bisschen stark, Kapital. Das wollen wir uns noch nicht entgehen lassen. Nee. Das ist meins. Das ist auch meins. Und Knochenmehl benötigen wir nicht. Noch nicht. Denn Alchemie ist momentan noch ein bisschen unnützer. Ja, Leichen haben kein Gold dabei, aber Skelette. Die keine Tasche mehr haben. Ist das nicht cool? Nimm deine Waffe. Auf, in den Kampf. Und da sieht man auch das kaiserliche Symbol. Wappen. Ich sag immer Symbol. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Stier. Ich werde sicher nicht abwarten. Ich sagte Stier. Und bevor ich vergesse, ich werde Wache halten für den Fall, dass Ulfric hier durch. Möge Talos wieder leiten. Ja, jetzt mal. Da ist noch einer. Hier die Leiche des dorthin Kommandanten. Dann würde ich sagen, ich zeige euch das mal. Ist recht cool. Und auch praktisch. Und das verursacht richtig Damage. Und zwar dauerhaft, wirklich dauerhaft. Immer noch bei Gegnern, die ich jetzt kenne, macht das immer noch ordentlich Schaden. Backt der unten? Nein, backt der nicht. Also, er schwebt halt. Ja, ich mal sehen, wo das hier hinführt. Den Hebel kann man aber nicht selber umführen, ne? Umlegen. Dann laufen wir mal weiter. Und springen bis er. Lol. Ah, ja, stimmt. Fast vergessen.
Wir müssen weiter. Oh mein Gott. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Ich dachte schon, ich ist kein Stein runter. Ja, das hat mir gleich. Dann gucke ich doch mal hier, was es hier interessantes noch hat. Natürlich ein Skelett. Feuer geht's unten. Hyper. Ein kleiner, der reicht uns auch momentan. Halt mich zurück! Halt's Maul. Ich bin hier das. Das Hauptperson, ja. Mein Deutsch ist beste. Schwör. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Ich bin die Hauptperson. Wohl besser hier entlang versuchen. Du musst dich nach mir richten, Kleiner. Hui, hui, hui. Ich bin alt an sich. Aber es ist praktisch. Toll. Ein Trank. Ist ja noch was? Weiß nicht. Nö. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Als Maul tut alles. Lasst uns versuchen. I kill everything. Wenn das jetzt richtig und wenn das jetzt falsch ist, dann ist es fein. Everything and everything. Komm her. Oh mein Gott, was ist das Blut? Ich frage mich immer noch, wer hier. Das Blut scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Nee. Wer hier. Schiff zum Schnarchen, kannst du mich mal. Was ist. Achso, genau. Wenn ein Kaurus das Ende seines Lebens erreicht, verwandelt sich sein Körper dramatisch. Nach Tagen der Totenstarre bricht aus der leblosen Höhle des Kaurus ein Kaurusjäger hervor. Ist doch cool. Wartet! Was ist das? Der Drache. Gut, dass er uns nicht gesehen hätte. Also zu zweit hätte er uns richtig auseinandergenommen. Und schon ist er wieder weg. Ja. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Nein. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, ihr werdet gleich was unlogisch bekommen, mitbekommen, denn er sagt, es sei besser, sich aufzuteilen, aber... Bemerkung. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Genau das. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Hase. Drachen bedeutet, tot. Nein, bin ich gut. Distel. Ich brauche aber keine Distel. Auf nach Heiligen. Fuchs. Stirb. Oh mein Gott. Der Fuchs ist tot. Stirb. Ey, nicht verkaufen. Lauf. Seht ihr die Ruine da oben? Ja. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Dein Bogen. Man gewöhnt sich wohl daran. Das war praktisch klein.
Und ich habe mir gerade einen Genart gedrückt. Ich finde allein schon diese Aussicht Gold wert. Es ist zu wissen, dass man da dies sind die Wächtersteine. Gehen kann. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst! Ein Dieb, hä? Es ist niemals zu spät, sein Schicksal zu verändern, wisst ihr? Schicksal. Unlogisches. Es ist niemals zu spät, sein Schicksal zu verändern, aber Schicksal, wenn es Schicksal gibt, kann man es nicht verändern. So einfach ist es. Also ist dieser Satz hirnspinstig. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Du kannst mich mal. Jetzt lauf weiter. Hallo. Lauf. Befehl es dir. Du bist mein Diener. Ich bespringe dich sonst. Ja, habt ihr verstanden? Ich bespringe ihn. Bringe ihn sonst. Doch, rein auf einen Spaß. Lauf ich halt alleine weiter. Kannst du nicht mal? Spaß. Walking on Sunshine. Das hier ist ein Mordhaus. Ihr werdet erkennen, warum. Dragonheart Mason. Damn. Dem allein schon davon und Test of the Dragonborn. Ja, Wert 500, Gewicht 1 und es ist in Englisch. Aber ich werde das nicht machen, denn ich habe ein besseres Haus. Ja, habe ich aus den Workshops. Flusswald entdeckt. Ich habe einen Drachen gesehen. Was? So was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Das ist keine Stadt. Das ist ein Dorf, Idiot. Hallo? Gibt's keinen weiteren Jäger? Okay. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Lucan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgna gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal.
Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Also gut? Quest. Verschiedene. Wem da müsste hier sein? Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Hier gibt es eine Schönheit, die im ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Ich zeige euch, was ich weiß. Na, das wollte ich nicht. Ich zeige euch, ich was wollte ich weiß. Das nicht. Vielleicht seid ihr Was führt dieser Prahlhans jetzt im Schilde? Er glaubt also, er könne Camilla gegen mich aufbringen? Man kann den Spieß auch umdrehen. Hier, überbringt Camilla diesen Brief und sagt, er sei von Sven. Wollen wir doch mal sehen, was sie von ihm hält, wenn sie das gelesen hat. Also? Oh, das will ich jetzt mal wissen. Bücher. Fehlender Brief von Sven. Meine teuerste Camilla, ich möchte euch mein Eigen nennen, auf das ihr waschen mögt, möget meine Wäsche. Wie auch mein feines blondes Haar, an meinem Herd, da sollt ihr stehen. Pflichtbewusst das Haus mir hüten, wenn ich durch die Lande fahre. Herzlichst, Sven. Okay, das ist das frauenfeindlichste, was ich neben die Tralle der argoschen Maid in Skyrim jemals gelesen habe. Dieser Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendal nie wieder ein Wort wechseln will. Das ist alles so falsch. Oh Mann. Nun, einer von uns muss etwas... Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Schon wieder ein Gedicht, da wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Also gut. Ja, ja. Grunde genommen ist es ja so, dass Feendal es richtig gemacht hat. Meiner Meinung nach. Und da ist der erste Schritt schon, wer bist du? Stumm, 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 hey, stumm, stumm, wer bist du? Hey, Hund, nein, lauf nicht weg. Wie ich gerade einfach nur E drücke. Wie ich draufkloppe, damit der Hund nicht weg. Hey, stumm. Ich weiß nicht, dass hier ein Hund ist. Nein. Sturm. Oh Gott. Naja, wen da? Hier gibt es eine Schönheit, die... Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Auf Wiedersehen. Jetzt brauche ich eine Axt. Oh. Ich kann mich daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts,
griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralov ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Also, was brauchen wir denn Schönes? Brot? Nein, Dietrich, na klar. Karotte, Lachs, Braten, Rote, Apfel, Silberring, ja klar. Und das hier. Natürlich das Wertvollste. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Wenn wir da hinten einfach nur eine Schlammkrabbe laufen sind. Ja. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ich bin dann mal ein bisschen Holzhacken. Holzhacken, warum? Man kann das Feuerholz, das man gekriegt hat, verkaufen und das werde ich auch machen. Dann so bekommt man. Denn so bekommt man seine ersten 1000, denke ich mal. Gutes Startkapital. Also, wirklich. Wie viel Gold habe ich dann schon? Ja, 140. Da muss ich einiges an Holz hacken. Über 1000 Gold für den Anfang. Ist doch eine beträchtliche große Summe. Eine wirklich beträchtlich große Summe. Damit kann ich mich ordentlich ausrüsten in der nächsten Stadt. Und auch einige. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ja, dein Problem ist es nicht. Ey, das hier wurde noch nicht zu Ende gemacht. Benutzen Hebel. Jawohl, ich würde sagen, bis zum nächsten Part von Skyrim. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich bitte euch dringend darum, in den Kommentare zu schreiben, also jetzt hier in YouTube, in die Kommentare zu schreiben, was ihr für Gesprächsthemen von mir wollt, weil so viel, wie man in Skyrim herumläuft, also ich habe vor, so wenig wie möglich die Schnellreisefunktion zu nehmen, so viel, wie man in Skyrim herumläuft, schaut euch mal die Karte an, also da muss man einiges, in Gesprächsthemen haben, um vernünftig die Route beispielsweise von
Flusswald, rüber nach Hell-Weißlauf und Weißlauf. Nach Einsamkeit, Mortal, Dämmerstern, Winterfeste, Windhelm, Riften oder Markart. Decken zu können. Falkenring natürlich nicht vergessen. Und es wäre einfach besser für euch auch und besser für mich, weil ansonsten bin ich die gesamte Zeit leise und weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Deswegen Gesprächsthemen, die ich da währenddessen reden, über die ich währenddessen reden kann und bearbeiten kann. Und dann ist es für euch auch viel unterhaltsamer, als wenn ich einfach nur die gesamte Zeit stumpf durch die Einöde von Skyrim, Eiswüste oder Ödland herumlaufe, stumpf, und einfach gar nicht sage, weil ich nicht weiß, was, ist halt auch in gewissem Maße halt einfach uninteressant für euch. Ja, also würde ich sagen, schreibt mal schön die Kommentare, Themen. Einer kann das beispielsweise jetzt, du. Ja, du. Genau, du. Wenn du mehrere Themen weißt, kannst du sie natürlich alle in die Kommentare schreiben. Es muss nicht immer ein Thema pro Person sein. Das wäre, so viele Zuschauer habe ich gar nicht. Ich habe, wenn ich ja Glück habe, mal 30 Aufrufe in einer Woche. Ist wenig, ja, das weiß. Mora Tapin, ja, nehme ich mal mit. Aber, ja, was soll ich sagen? Also, eine Person kann gerne mal mehr sagen. Da ist das kein Problem. Ich wäre da auch sehr verbindlich. Ansonsten, kein Plan, was ich erzählen soll. Ein paar Themen, klar, kommen mir selber in den Kopf. Aber so viele Themen selber, nee. Ich weiß auch nicht, was euch interessiert, also... Wenn ich da auf einmal jetzt über Mathe anfange zu reden, das interessiert ja die wenigsten. Weil hier will man einfach nur mal runterkommen von der Schule, denke ich auch mal, und daran nicht denken. Und es ist 7 Minuten überspannt. Naja, auch egal. Das musste jetzt gesagt werden. Und das Gelaufen beginnt nach diesem Part zu weit. Und es werden halbstündige Parts, will ich haben. Wenn er jetzt einfach mal, wirklich kann gut rauskommen, dass ich eine halbe oder über die Hälfte eines Parts nur herumlaufe oder vielleicht sogar meinen ganzen Part nur herumlaufe. Hängt davon ab, ob ich mich verlaufe oder nicht. Wäre das einfach nur totenlangweilig. Ich sage, oh, mein Haus. Reingehe, nachguck, bisschen rede. 5 Minuten ist das auch schon abgegrast. Dann gehe ich weiter, oh, ein Huhn. Was macht dieses Huhn in der Einöde? Jetzt so als Beispiel einfach nur und ja, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich hoffe, ihr schreibt fleißig Themen für mich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part.